Frau Bundesrätin, jetzt seit knapp 3 Monaten im Amt. Eigentlich rasanter Start gehabt. Viel in den Medien haben wir können lesen von Ihnen oder auch gesehen. Und eigentlich die Kritiken sind gut, dass er einen guten Start hatte. Wie nehmen Sie das wahr in diesem grossen Departement? Ja, ich bin nur am Einleben. Das ist so ein grosser Laden mit so vielen verschiedenen Ämtern, Abteilungen, so viel Haufen Geschäft. Ich bin vor Tsunami am Einschaffen und Einlesen. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Das ist wirklich extrem spannend. Was auffällt, der Hype um eure Person ist schon gross. In den Medien jetzt hier, viele Leute haben ihn in eure Rolle schon gewöhnt, dass er überall erkannt wird. Können ihr noch ein Wohnrüge einkaufen? Ja, da gewöhnt man sich im Alter und das ist gleich, wo ich gehe, zu Bär oder zu Brieg. Überall kennen mich natürlich die Leute, kommen Kosalü sagen. Aber bis jetzt, Gott sei Dank, nur freundliche Begegnungen und dann geht es natürlich gut. VBS ist ja ein grosses Departement. Was habt ihr jetzt da schon für erste Massnahmen können umsetzen, die ihr habt vorgenommen? Es ist ja heute zum Beispiel rausgekommen, dass er da mit dem Spesenreglement etwas gemacht hat, dass man da nicht mehr an die Rüstungsoper gehen soll. Was wollt ihr da sonst noch so für die Pflege setzen? Ja, für mich ist natürlich sehr wichtig, dass ich mir auf einmal in laufende Dossier gut arbeite. Weil wenn ich ein Dossier nachher soll vertreten soll, muss ich auf einmal selber überzeugt sein. Das ist für mich wichtig, die Sachen von Grund zu gehen, objektive Informationen zu haben, auch Transparenz. Dafür habe ich euch den Weg zur Flugzeugbeschaffung so gewählt, wie ich ihn jetzt eingeschlagen habe. Und da gehört für mich eben auch dazu, dass man wirklich im Departement unabhängig ist und dass man nicht einmal den Anschein gibt, dass man Stichläden von einer oder der anderen Seite kaufen lassen. Darum habe ich euch auch geordnet, dass meine Leute nicht mehr einen Anlass dürfen gehen, von Flugzeugherstellern, die offerierend finanziert werden. Wollt ihr das Image mit dem verbessern vom VBS? Es war ja immer so ein bisschen das Team, Spesenskandal, da tun wir jetzt der Schlendrian mit den Hochoffizieren. Wollt ihr ja jetzt einen Kurswechsel machen? Ja, das grosse Wort Kulturwandel hat man ja beständig gehört, wenn ich war im VBS. Und das ist für mich aber ganz wichtig, dass ich da die Flecke einschlagen kann und dann eine klare Linie durchgehen kann. Das konnte ich jetzt machen, mit 2-3 Sachen. Und ich glaube, es ist bis jetzt auch gut angekommen. Kampfchat, wie werdet ihr da eine Entscheidung treffen, dass ihr das dem Bundesrat nicht vorschlagen könnt? Habt ihr das schon vorgeplant? Ja, also ich werde dem Bundesrat noch vor der Sommerpause vorschlagen, wie ich es weiter vorgehe. Und nachher sollte es dann eigentlich Schlag auf Schlag gehen, sodass man den ursprünglichen Fahrplan noch einhalten kann. Armee ist ja das Stichwort Frauenförderung da, weil der sicher etwas machen, oder? Ja, im Moment sind 0,7% der Armeeangehörigen Frauen. Das ist nicht so zu bluffen. Da hat man noch viel Potenzial nach oben. Es ist sicher nicht einfach, Frauen zu motivieren. Aber ich habe intern den Auftrag gegeben, dass man alles Konzept erarbeitet, wie man die Frauen mehr interessieren kann über die Armee. Das Bild von einer Armeenergesellschaft hat sich gewandelt. Jetzt ist es so, dass viele junge Leute und Zivildienst abwandern und während der Rekrutenschule oder auch nachher. Wollt ihr da euch etwas machen, dass der Exodus aufhört aus der Armee? Ja, da gibt es verschiedene Massnahmen. Eine ist ja das Gesetz, das Zivildienstgesetz, das geändert wird. Das ist nicht in meinem Departement, das ist im Wirtschaftsdepartement. Für mich ist klar, dass man die Attraktivität der Armee steigern muss, wenn man will, dass die Leute bleiben und das ist nicht abfahrend. Und da haben wir noch viel Potenzial. Es müssen die jungen Leute, die Dienst machen, was da lernen, euch im zivilen Leben nachher etwas bringen. Zum Beispiel, wenn ihr für ein Studium, wenn ihr da ECTS-Punkte bekommt und so weiter. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten und da will ich ganz klar euren Flug setzen. Nur letzte Frage, Wehrpflicht. Ihr seid ja auch in Österreich schon gewesen, fast als erste Amtshandlung. Die haben ja die einen, aber sonst, wenn man in den Nachbarländern anschaut, gibt es keine Wehrpflicht mehr. Ist das noch zeitgemäss oder wird es jetzt eine Änderung kommen? Ich denke, wir sind am Studieren, euer neues Armeebild. Die Milizarmee hat in der Schweiz bis jetzt eigentlich gute Dienste getan. Es funktioniert auch. Das haben wir mit dem Unwetter von Brigo gesehen. Einer Katastrophenhilfe und so weiter. Ich bin nicht der Meinung, dass man alles auf den Kopf stellen muss. Aber man muss euch offen dran gehen, schauen, wie sieht es in anderen Orten aus, was hat man für Möglichkeiten.